Es geht los. Wir mähen hei. 6 Tage noch ein Silomähen. Ist halt so dieses Jahr, aber jetzt geht's los. Schutztiere klappen wir gleich ab, denn theoretisch sind wir dann immer noch unter 3 Meter. Ja, vielleicht nicht ganz. Aber wir fahren bloß Straßen ab und dann ist ja gleich Wies. Das gibt verdammt geiles Teil. Ist nur kein so alter Scheißdreck, sonst ein paar Blumen drin. Es liegt nicht, also kein Gewitter abdreht, so, also das wird geil. So, ein kurzer Zwischenstopp, denn da haben wir vor 20 Jahren, 25 Jahren noch niemand denkt, dass man irgendwo eine GoPro machen möchte, deshalb gibt es keine Aussicht. Und zwar, heute ist ja Donnerstag. Gestern Abend hat der Nick Divis und die Divis dahinter noch gemäht. Ich habe jetzt daheim die eine Hälfte mal gemäht. Und wenn dann der Nick in Mittag kommt, mäht er noch den Rest da oben. Und dann haben wir eigentlich alles gemäht. Das ist auch ziemlich zeitnah mit dem Silo, wo wir gemacht haben. Sprich, der zweite Schnitt, wenn da alles gut läuft, kann man dann alle Wiese mähen. Dann auch nicht schlecht ist, aber mal gucken, ob es da weit kommt überhaupt, wettertechnisch. Ja, meine Grenze da habe ich ein wenig Rad versägt. Auf der einen Seite ein Zwillstaulau und auf der anderen Seite dafür zu wenig. Den Frosch siehst du jetzt einigermaßen, aber den dahinter siehst du nicht. Eigentlich habe ich zuerst noch gestorben im Freischneider rumwelle, Froschfrei mehr. Irgendwie nicht mehr dazukommen. Ja, und jetzt ist halt so. Aber dann gehe ich dafür heute Mittag da oben eine andere Wiese zum Rummäher. Dass der Nick dann ein wenig besser hat. Ja, wir mähen mit dem großen Steuer. Ist ein gutes Gespann. Ist mit denen Mäher war groß geworden. Hey. Ja, aber heute gleichzeitig ein wenig happig. Ein wenig auf Drehzahl und dann los. Alles knapp. Mehr jetzt im vierten schneller Ackergang. Aha, Katze. Das schnellste, was der Ackergang hergibt, sind jetzt so 10-7 km/h. Ihr seht ja, vorher gestartet bin ja mit 970 Umdrehungen. Jetzt sind wir so 950, also schlange nicht in der Leistungsgrenze, aber eher die Bodenanpassung ist jetzt das Problem bei der Geschwindigkeit. Also jetzt geht es noch, aber deshalb fährt man schneller. Denn komischerweise das Trommelmähwerk vorne passt sich besser an. Fickmähwerk, obwohl das ja da schwebend aufgehängt ist und keine Ahnung was, aber
ist halt so. Von dem her dürft man da vorne schon ein bisschen mehr Arbeitsbreite vertragen. Hinten vielleicht auch. Gruß an die Mechaniker in der Werkstatt. Wir hätten ja mehr Arbeitsbreite vorne. Vielleicht wird es dann mal was zum zweiten Schnitt. Denn aus denen angeblichen 3 Stunden Dichtung tausche, warten wir jetzt schon 3 Wochen. Aber ich denke, sie geht dran, weil sie nicht angefangen hat. Ja, da ist die Lage so, die Bettung fehlt, waren ja früher mal unsere Wald. Sprich, die standen wahrscheinlich auf der Grenze oder ein wenig weiter hinten, aber die Roboter haben ja einen Scheiß, ne? Sprich, du gehst auch nicht mehr her. Ja, guter Start, echt. Echt gut da. Aber bloß, dass auch noch irgendeine Sonne rauskommt und dann wird's gut. Alles. Aber ich denke, ich mähe jetzt Heu weiter. Der Nick hat euch mittags auch noch etwas zu sagen. Und mit zwei Händen Gott sei Dank geholfen auch. So, grüße. Ich gehe jetzt noch geheim her. Der Luke hat ja schon angefangen. Ich glaube, der hat auch schon etwas gefilmt oder gesagt. Wir sind jetzt 25. Mai. Ich glaube ein bisschen früher als letztes Jahr. Aber das Wetter macht es einigermaßen mit, sage ich mal, die nächsten 4-5 Tage. Jetzt war ich ganz so warm. Aber ja, jetzt gucken wir halt mal. Bis jetzt hat es eigentlich immer bloß geregnet. Wie wahrscheinlich in den meisten Teilen Deutschlands. Aber ja, so riskieren wir es halt mal. So, ich bin am Meer. Ich habe Ruhewiese angefangen. Jetzt ist da jedoch ein Reh rausgekommen. Jetzt vermuten wir mal, dass da noch vielleicht das Junge drin liegt. Jetzt war gestern Abend halt zur Fläche abgeflogen und eigentlich nichts entdeckt. Jetzt ist der Jäger und der Vater. Gucke das gerade, die laufen gerade nochmal durch. Ob sie noch was finden, weil in der gleichen Wiese habe ich ja letztes Jahr auch ein Rehkitz drinnen gehabt. Müssen wir glaube irgendwo im letzten Video sehen. Haben wir es Gott sei Dank vorher noch gesehen. Aber ja, wir haben so viel Material dieses Jahr, hier scheiß überall. Da siehst du vom Schlepper aus nicht mehr gleich alles. Wir fahren mit auf Freude im Herwag. Jetzt hoffen wir, dass die vielleicht noch was findet. Noch kennen wir den Rest noch voll mehr. Ich habe jetzt mal zu der nächsten Wiese verdruckt. Jetzt hoffen wir halt mal, dass die noch was findet. Da hinten sind sie jetzt gerade beide. Ob man jetzt was erkennt oder nicht, kann ich nicht sagen. Ja, sonst so weit laufs Material hat's. Also gib ihm. So, ich bin jetzt im Kreisler, wie ihr seht. Das ist eine Handyaufnahme, denn der Nick messt Kamera habe ich. Der ist da oben und irgendwo da oben müsste auch der Vater sein. Da mit dem Freischneider jetzt um Pfähl und Stormast rum. Ja, und dann haben wir auch alles gemäht. Ja, ich hole jetzt langsam so auf mit Kreisle. 57 Zapfwelle. Und wie üblich, außerrum gut langsam.
Das ist ein bisschen ungeschickt, das ist die Windrichtung, aber ja. Ja, so kreisel ich halt. So, ich habe jetzt mal, ich würde sagen, 3 Hektar gemäht. Jetzt haben wir nochmal 2,5 ruderschwere Kreisel dahinter. Der Vater hat jetzt um alle Strommäste rum gemäht. Ja, wie man da hinten unschwer erkennen kann. Thema Strommäste, das haben wir ja im letzten Trocknungsvideo eigentlich schon mal besprochen. Also theoretisch könnte es hier raus, die Leitungen sind unter dem Boden verlegt und ich glaube auch schon angeschlossen. Wenn mir jetzt nicht alles täuscht, also ja, es liegt eigentlich bloß noch am Rausmachen. Was jetzt aussieht wie ganz kreiselnd, ist leider nicht. Mittig liegt noch genau alles schwarz, wo es halt von beiden Seiten draufgehört ist. Aber jetzt kann man eh mit viel Schmackes das ein wenig besser auseinanderkriegen. Aber man sieht, es ist ja auch schönes Futter. Wir haben direkt die Medien mit Sonne. Das ist das, was man mal nachgesehen hat. Eigentlich super Gras oder super Hai. So, ich bin fertig mit dem Mäher. Der Luke kommt auch gerade zum Kreisel. Es kommt jetzt auch endlich mal ein bisschen Sonne. Luftig ist es wieso? Weil es ja vom Trocknungsprozess her jetzt nicht schlecht ist. So, durch mit dem ersten Durchgang. Alle Wiese einmal durchkreiselt. Halb 5, perfekt Feierabend. Mit Kreisel zumindest. Ja, fahren wir wieder heim. Jetzt räumen wir das Geschirr noch ein wenig ab, denn aus irgendwelchen Gründen weiß nicht, was mit dem Reifen los ist. Wenn wir da wieder durchgefahren sind, dass der so ist und der Rest nicht, aber ja. Ja, noch einmal abblasen. Ich muss sagen, also wenn du heute Pollenallergiker bist, das ist eine schlechte Karte. Mit dem Löwenzahn, was da rumgeflogen ist. Ja, beim Kühler ist auch noch ein bisschen, aber ich glaube beim Nick beim Meer war da wegen mehr los, kühlertechnisch. So, ich habe jetzt noch gekreisle, deshalb habe ich mich halt wieder mit meinem Kälberdächle beschäftigt. Und zwar habe ich da jetzt überall nochmal Holz aufdoppelt. Dass wir quasi mit dem Beton auf Flucht sind.
dass nicht das Windschutznetz drauf macht, dass das Wasser, wo da abprallt, dort theoretisch abläuft. Ja, ich denke, die Spannweite wird das schon vertragen. Ja, dann habe ich ja da vorne und hinten die Diagonale reingemacht. Weil Wetterseite ist eigentlich, das ist so gerade so über Eck, da dann sind jetzt nicht da auch noch so diagonal drauf. Hinten war es auch zerstacht, aber macht ja eigentlich keinen Sinn. Damals dann ihr gesagt, wir fahren da bis zu dem her, auch wenn oben kein Dach ist, dass da vom Wind her zu ist. Aber Diagonale trotzdem drinnen, dann sieht es gleich aus. Ja, jetzt nagel ich noch geschwind das Windschutznetz rein und dann ist er auch vorerst fertig. Da jetzt haben wir noch geschwind Mädels raus auf die Wald und dann können wir gekreiseln. Bei wunderbarem Wetter, so kürzlich zum Halben. Also man merkt es gleich, wenn es ein Tag alt ist. Na gut, eigentlich hier doch, ist schon ein Tag alt. Das Flugverhalten wird gleich anders vom Gras. Mal waren wir immer einmal um sie rum, aber irgendwie ist man heute zugekommen. Da hat mal halt wieder ein bisschen Grenzstreue. Ich denke, es gibt Mittagessen. Bremse ist auf, Kollege. Jetzt haben wir unser altes Eisen vom Holzspalter abgehängt. Denn zum Halbet heißt alle Mann an Deck. Holen wir jeden Schlepper. Ja, normal hätten wir gedacht, eigentlich hätten wir das ganze Holz schon gespalten um die Jahreszeit. Aber man hat nicht mal richtig angefangen. Und wie ihr seht, das Spinnenwebeanteil noch. Er startet dann jetzt wahrscheinlich schon 3 Monate. Aber ich bin ein guter Dinge, dass das dem keinen Schaden zugefügt hat. Smoke in the air! Zylinder Nummer 2. So, wir sind jetzt mit dem Schwader unterwegs. Und schwadet um Strommasten, Grenzquell, Ecke und Bäume und sonstige Hindernisse rum. Dann haben wir noch hier eine Gabel. Ein Gabel, das ist am besten mit 2 und da noch voll weg. ERC jetzt auch mit der Druckluftanlage ausgerüstet. Ne Spaß, wir gehen gestrengeln. Das ist etwas, wahrscheinlich die wenigsten von euch it kennen, aber so an sich das gleiche wie Nachtschwade. Was ja manche noch im Kreisel machen, manche machen es gar nicht. Aber ich sag mal so, im Kreisel bringt es ja nicht viel. Weil du machst es ja, um das Futter zu verwischen, wo der Kreisel nicht nahe kommt. Sprich, da kommt eine Nachtschwade auch nicht mehr. Und mal einmal da 4er-Heimer, da 6er-Heimer, da der Comic 433, da der Anamag R16.
ist der große Tag, wo wir anfangen zu holen. Mal gucken, alles oder nicht alles. Ist theoretisch egal, Wetter ist ja gut genug. So, da hinten im Heistock haben wir jetzt auch mal ein wenig Platz gemacht. Ja, ein wenig ist gut. Das sind jetzt 88 alte Balle. Das sind 80 alte Balle. Und da hinten haben dann jetzt theoretisch 140 Platz. Wo wir die restliche 50 nicht tun. Halt wahrscheinlich da, aber ja. Wenn man dann denkt, dass es kein Amt gibt, dann reicht der Platz. Wenn es Amt gibt, dann nicht. Aber warten wir mal ab, bis es soweit ist. Gestern vom Strängle habe ich ein paar verwackelte Handyaufnahmen gemacht. Die kann ich eigentlich nur einblenden. Ja, was geht's zum Sagen? Das Wetter war ideal. Unser Hai regnet jetzt eher durch Luft wie durch Sonnentemperaturen. Durchschnittlich um jetzt, glaube ich, 20 Grad geht die letzte Tage, aber immer richtig fett Wind gegangen, glaube 20 km/h oder so hat die Wetter-App gesagt. Was dann zum Fahren richtig gut ist, weil du jetzt schwitzt, aber ja, Sonnenbrandgefahr ist trotzdem da. Hätte ich eigentlich noch irgendwas anderes sagen wollen, aber keine Ahnung. Egal, unser Hai ist jetzt eher luftgetrocknet wie Sonne getrocknet. Wir gehen jetzt geschwaden. Wieder der Comic für 33 mit dem Pöttinger und die Gleichstreicher mit dem Stoll. Unser Arbeitstier vor einer Viertelstunde noch kreiselt, jetzt schwaden und danach Ballen holen. So, Schwade bereit. Schutzbügel ab, Schwadtuch ab. Die Mutter kommt auch, bei der gerade das ja alles hydraulisch. Da ist es ein bisschen einfacher. Ja, und los geht's. Gucken, welchen Gang wir nehmen. Einen größeren. Das ist das Gute beim Hai, das Futter ist ja lang. Dem her braucht man sich nicht viel Drehzahl. Warum wir jetzt? 330. Wird schon tun. Es windet, es luftet mal wieder. Dass jetzt dein Schwade nicht so geil ist, weil deine Schwade dann ziemlich schnell wieder aufgenommen worden. Und an alle anderen Wiese, abseits von Dorfinsel halt, laufen Schwade quer. Theoretisch in Windrichtung, da passiert nichts, aber da Hahn an der Wiese, da ist es natürlich quer zum Wind. Das ist immer ein wenig heikel, aber andersrum Schwade, ja, der Schwade steht zu Tode. Wer muss mal gucken, wenn er fertig ist, bevor der Presse kommt, ob man noch einmal durch muss, alles ein wenig zusammenschieben oder nicht. Sieht man dann. In der Elfwand habe ich mir mal gleich vier Schwaderbräute bloß mal ausgeschwadet, dass ich da noch einen Glattrand zum Umdrehen. Ich habe jetzt zwar ja eine neue Kupplung, aber ich werde halt unbedingt benutzen. Das sind jetzt die Dreier Schwade, sprich zweimal von einer Seite, zweimal von der anderen. Ja, die Hälfte haben jetzt auch von der Wies. Der Dick muss ja auch mal gucken, wie weit wir sind. Der wartet schon aufs Volle. Die Reihe haben wir jetzt. Theoretisch müsste der Presser jetzt auch gegangen sein. Der Presser wird wieder der Vater. So. Ist halt nicht viel zu sagen. Ein Radiohörer nebenher. Ja, ich denke, dann sehen wir uns wieder, entweder wieder wenn ich fertig bin oder wir Ballen holen. Mach ich so schöne Schwade, dann kommt einfach der Wind und macht sie wieder hin. Also unmöglich.
Rundgang jetzt heim, die Fahrt ist für mich jetzt beendet. Da, die Mutter macht da jetzt noch, ja, weißt du, die Dreiviertel Wiesner. Das ist gerade vorbei, hat die erste zwei Wiesen Rest. Ja, das soll jetzt nur ein Rest. Ja, 9. Ja, gut, wie das jetzt heimkommt. Und lauter ne. Hinter noch eine kleine zusätzliche Edition. Wenn wir jetzt hier aber neu holen. Kurzfristig. Da kann man uns Balle holen. So, wieder zurück von der Wiese. Der erste Wagen ist voll. Diese reine Luft, kein Staub. Haben wir da ein Gebäude oder was? Ja, guck mal, die fahren dann aufgespachtelt. Die Scheuer hat man damals zwar gebaut für Rundballer, aber es geht immer exakt auf mit der Winkeln drucke. Und Kassel zu umeinander. Also mancher Deutsch nicht verlangt, verlangt unser Chef problemlos. Aber ich bin ja eigentlich bloß dort zum Kier holen. Ja, er hat Galer und mir einen Kier geräumt, passt ja fast optimal. Das Audio ist wahrscheinlich für den Arsch mit dem Wind, aber haben wir noch das Bildmaterial. Ist ja eine Tourfahrt, oder? Ist jetzt wahrscheinlich ein wenig weit weg, aber da hinten ist die nächste Wiese und da ist der Papa gerade nur am Pressen. Und da sind auch schon ganz viele fertige Bälle, also da müssen wir dann als nächstes noch. So, da seht ihr jetzt, der Niki kommt gerade wieder. Die haben hier schon eine kleine Reue angefangen. Und ja, dann fangen wir an mit Aufladen. Hat jetzt echt nicht lang gedauert, also der Niki ist richtig fix beim Abladen. Genau. So, jetzt haben wir kurz Fahrertausch gemacht. Seht da hinten der Niki tut aufladen. Weil ich sehe dann besser drinnen, dass ihr das auch mal seht.
und Anna hat alles im Griff. Frau, musst du Schlepper wieder hergehen? Sonst musst du da heute nämlich auch abladen. Lädst du lieber wieder auf mit der Waffe hier. Hey Thomas, der Feierabend ist in Sicht. 10 bleiben übrig, 8 gehen drauf. Trotzdem einmal fahren. Kommt voll gut die Sonne in dem Handy, hä? So, dann fährt gerade noch mit dem Karmic heim. Ich habe jetzt noch 2 Ballen Sofagabel mitgenommen. Wenn der Gewicht dann oder Gott ist. Der Nick lädt gerade noch den Tesselwagen ab. Und ich fange jetzt mal die Maschine wieder ein wenig allzu rum, weil es regnet zwar, aber die Feuchte von der Nacht reicht mir. Also der Pepp hat gleich wieder ganz schmutzig. Einen Schwader brauchen wir noch, wir sind nämlich nicht ganz fertig. Da oben hat nämlich noch Nachbarn ein wenig Hasehai, was man noch Schwader und Presse soll. Von dem her gucke ich bloß, dass sie so reinkriegt, dass das Tor zugeht. Dann der Kreisel noch rein, ganz wichtig. Tesselwagen, Ruhsteuer hinten rein und dann. Ich sage Feierabend sein, denke ich. Guten Morgen. Ich habe mich heute nochmal freinehmen dürfen. Danke, Bruno. Und zwar gestern Abend, alle Bälle haben wir zwar heimgeritten und so, aber hat natürlich keiner mehr Zeit gehabt, die Maschine putzen und so. Neigestellt haben wir sie zwar auch, aber alle kreuz und quer und das mache ich jetzt einfach heute Morgen ein wenig, weil da das ganze Hai ist ja noch drauf. Wenn auch im Kreis läuft, mir ja dann direkt geschwader gegangen und zwischendurch nochmal extra hängen, macht ja auch keinen Sinn. Von dem her mache ich das jetzt. Da oben, weiß jetzt, seht ihr es vielleicht, da liegt noch ein wenig Hai von unserem Nachbar. Da ist dann mal Mittag noch Presse, sprich Presse kann ich ja schon Mittag oder heute Abend putzen. Und Schwader brauchen wir noch, aber sonst der Rest kann ich alles mal sauber machen. Ballerwagen brauchen wir nicht mehr. Ja. Dann zeige ich euch nachher noch die Scheuer, wie viel Ball es gegeben hat. Und dann denke ich, ist das Video auch vorbei. Thema Heiber für dieses Jahr. Haben wir die Bude wieder voll? 158 Baller hat es gegeben. Theoretisch weniger, wie man denkt, Hund, aber auf jeden Fall genug. Letztes Jahr haben wir 25 mehr gehabt. Ja doch, um die 25 war es, genau jetzt heraus nicht mehr, aber irgendwie so um die 25 mehr. Theoretisch von der gleichen Fläche. Das heißt, haben wir weniger Ertrag gehabt, aber wir haben jetzt auch ein wenig früher gemäht. So relativ, ja. Die ganze Silobauer, die da jetzt tun, haben wir einen riesen Ertrag und so. Ja klar, die haben jetzt viel später gemäht. Bei uns mal jetzt schon der zweite Schnitt und der ist der erste Schnitt, da muss ja mehr da sein. Beim Hai ist das ja ein wenig anders, da wird sogar ja früher gemäht. Aber ist jetzt halb so schlimm, denn 158 neue, 168 alte haben wir noch. Also über 320 Bälle, das reicht wieder gut bis übernächstes Jahr. Aber wir sollten uns mal nicht zu früh freuen, denn der Wetterbericht hat jetzt 2 Wochen nur Sonne und Wind. Und jetzt staubt es ja schon wieder dusse, also der Wind, der trocknet ja brutal. Von dem her, wer weiß, wie viel Ämter wir noch kriegen, zweiter Schnitt. Schön wär's, wenn wir was kriegen, wenn nicht, wär's jetzt auch nicht so schlimm, wir hatten jetzt genug. Ja, der Baller da. Da wir ja eine Festkammerpresse haben, können wir ja im Durchmesser etwas kleiner fahren, deshalb haben wir es einfach in der Höhe bzw. Breite ein wenig schmaler gemacht. Dann ist der auch voll. Das ist auch ein ganzer Balle. In diesem Sinne war es mit dem Video. Ja, bis zum nächsten Mal.